Faktencheck 3. Die WHO-Machtbefugnisse im Falle einer Pandemie. Forderung der CDU-CSU. Die WHO muss durch ein Pandemieabkommen handlungsfähiger werden, wobei ihre Befugnisse klar abgegrenzt und die zentrale Rolle der Mitgliedstaaten und die Rechte der Bürger selbstverständlich gewahrt sind. Wortlaut des aktuellen WHO-Entwurfs. Wurde gemäß Artikel 12 festgestellt, dass ein internationaler Gesundheitsnotstand vorliegt, so gibt der Generaldirektor temporäre Empfehlungen. Die aufgrund dieser Verordnungen getroffenen Gesundheitsmaßnahmen müssen von allen Vertragsstaaten unverzüglich eingeleitet und abgeschlossen werden. Fakt 1. Durch die Ausrufung einer Pandemie ermächtigt sich der WHO-Generalsekretär selber. Er erhält dadurch Notfallvollmachten. Er kann sogenannte temporäre Empfehlungen erlassen, die aber laut Artikel 42 von allen Mitgliedstaaten unverzüglich umgesetzt werden müssen. Der Generaldirektor setzt einen Notfallausschuss ein. Der Generaldirektor wählt die Mitglieder des Notfallausschusses. Der Generaldirektor legt die Dauer der Mitgliedschaft fest. Fakt 2. Es gibt keine übergeordneten und unabhängigen Kontrollinstanzen, keine Gewaltenteilung. Die von der WHO an die Vertragsstaaten gerichteten Empfehlungen im Umgang mit Personen können folgende Ratschläge enthalten. Unter anderem Überprüfung des Nachweises einer Impfung oder einer anderen Prophylaxe, Impfung oder sonstige Prophylaxe vorschreiben, verdächtige Personen unter Beobachtung der öffentlichen Gesundheit stellen, Durchführung von Quarantäne oder anderen Gesundheitsmaßnahmen für verdächtige Personen, erforderlichenfalls Isolierung und Behandlung der betroffenen Personen, die Rückverfolgung von Kontaktpersonen verdächtiger oder betroffener Personen durchzuführen. Fakt 3. Diese Empfehlungen der WHO, die nach Artikel 13a-1 und Artikel 42 der IGV eingefordert werden können, können die medizinische und persönliche Freiheit der Menschen völlig aushebeln und bahnen einer lückenlosen Kontaktüberwachung den Weg. Bewertung. Im Falle einer Pandemie sehen beide WHO-Abkommen keine klare Abgrenzung der Befugnisse von Generaldirektor Tedros vor. Niemals darf ein Mann derartige Machtbefugnisse über Leib und Leben von Milliarden von Menschen in den 194 Mitgliedstaaten der WHO bekommen.